Die Holding Graz fasst alle Unternehmen der Stadt Graz zusammen. Dienstleistungen, die für die GrazerInnen erbracht werden sollen, vom öffentlichen Verkehr über die Citycom mit dem Internet, mit der Internetversorgung für Graz. Wir sind der Meinung, dass die Holding hier die beste Dienstleistung für alle GrazerInnen anbieten sollte und nicht, so wie es derzeit ist, eine persönliche Spielwiese des Bürgermeisters darstellen. Es ist nicht die Aufgabe der Holding Graz, Verkehrspolitik zu machen. Es ist die Aufgabe der Holding Graz, Verkehrspolitik umzusetzen. Wir glauben, dass die Holding Graz deshalb vom politischen Einfluss befreit werden muss. Auch städtische Unternehmen brauchen einen Demokratieschub. Wir wollen deswegen die Eigentumsverhältnisse der Holding Graz umkrempeln. Wir wollen sie neu strukturieren und wir wollen, dass die Infrastruktur der Stadt in den Händen der Einwohnerinnen ist. Wir wollen jeden Grazer und jede Grazerin zum Anteilseigner an der Holding Graz machen. Wir machen das durch unveräußerliche BürgerInnenanteile, wodurch wir den Menschen in Graz ermöglichen, hier an den Entscheidungen der Holding Graz teilzuhaben, mitzubestimmen und dies nicht einem parteipolitisch besetzten Vorstand alleine zu überlassen. Wir wollen, dass die Menschen auch Auskunftsrechte haben in der Holding Graz. Wir wollen Informationsfreiheit in städtischen Unternehmen schaffen, die derzeit eine politische Blackbox darstellen. Das ist besonders wichtig für alle interessierten und engagierten BürgerInnen, aber auch für JournalistInnen, die hier in der Stadt und in den Unternehmen der Stadt, in der Politik eine Kontrollfunktion für die Gesellschaft ausführen. Diese JournalistInnen brauchen Einblick in die städtischen Unternehmen und auch das ermöglichen wir durch unsere BürgerInnenanteile. Deshalb sagen wir, demokratisieren wir die Holding Graz, legen wir städtische Dienstleistungen in die Hand der GrazerInnen. Klar machen zum Ändern.